Ich muss mir was zu trinken holen. Kaffee hinterher und nö. Danke fürs Nö und danke fürs Prost, Herbie. Dami, hattest du mir jetzt vorhin gesagt, wie jetzt mit deinem Fuß weiterverfahren wird? Ja. Und was war das? Danke fürs Wiederholen. Ich drehe mir eine neue und abgebrannten Kram hier. Die 50 Gute Nacht, Feenzauber. Ah, ist ja gut. Kannst du dich an den Typen mit der Angina erinnern? Wer hat Schnupfen? Genau der. Knochen verheilt, als ob nie gebrochen. Ja. Zu viel überschüssiges Knochengewebe, ja. Dadurch eventuell Gefäße mit in Anspruch genommen. Ach ja, und dann musst du zu dem komischen Arzt. Ich soll weiter beobachten und dann zu dem Anginakologen. Wird amputiert. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Feenzaubern, dir auch eine angenehme Nachtruhe. Schlaf gut. So, das komische Bankding haben wir jetzt, ne? Wo waren wir denn? Wo sind wir denn? Aber die... Hä? Wir waren doch... Hölzer und Schrift. Du warst bei den Büchern gerade. Ah, die Bücher waren das? Ehrlich? Bücher sollen das gewesen sein auf der Zeichnung. Aha. Das war verkehrt. Dann möchte ich bitte gerne dahin. Rebellion. Jede Menge Zeug liegt hier rum. Geschlossen. Da muss ich hinten rum. Die wollen mich doch veräppeln, oder? Wollen wir nachts haben? Vielleicht. Oh. Das haben wir. Da fehlt mir jetzt nein, mach doch nicht sowas. Du musst doch hier hin. Mir fehlt der hier. Brati, grüß dich. Guten Abend, Brati. Brati, dir auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Hallo Herbie, hallo Anja. Lumos. Ja, an irgendeiner Mauer, an irgendeinem Baum. Wollt ihr mich veräppeln? Yes, super. An irgendeiner Mauer, an irgendeinem Baum mit zwei Latüchtel dahinter. Ja, verschlossen. Hallo Thorsten, ein Hi von Thorsten. Das ist Ollivander. Schon wieder verkehrt. Ich nehme immer die verkehrte Seite.
Das ist Ollivander. Das wird zum Wesen angewendet, was noch kann man allerlei interessante Gespräche belauschen. Schenkt man Gasterbrüche und mangelnde Sauberkeit. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Scherz und Süßigkeiten laden. Oh, spielt ihr es zusammen? Nein. Man kann das nur alleine spielen. Aber. Die Anja und Rami, die sind zur Unterhaltung mit dabei. Ist das schön? Dann kann ich aber nicht reden. Der hat so viel zu tun. Ein Niffler. Da stand ein Niffler, ja. Don't push. Ja, was macht man? Ja, pushen. Man drückt natürlich, ne? Glaube ich so. Ja. Hui. Das war's. Was haben wir hier drin? Das war's. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Bei Besen. Reven. Besenknechts. Hier ist nur nichts los. Nennt sich Kastrosch drei Bösen. Muss ich nicht verstehen. Nein. Nö. Dir viel zu viele Sorgen. Niemand schaut dich an. Warum hast du mir noch ein paar gekauft? Ich hasse diese Socken. Zu dem Preis kann man sich nicht entgehen lassen. Sei froh, dass du Socken hast. Ich trage lieber keine Socken, als so zu tanzen. Du tanzt doch nicht. Du trainierst. Papa, warum tanzt er? Siehst du, du sagtest, der Zauber würde sich beim Waschen... Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Man könnte meinen, du hättest ein Gebrechen. Wurde er verflucht? Oh... Können wir ja, mal drin. Weiß nicht, ob du besser oder schlechter ist. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei. Sie sind. Papa,
Kann man Zauber wirklich aus dem Blut herauswaschen? Sei nicht albern. Diese Frau würde alles sagen, um keinen Knut auszugeben. Oh Gott. Den Tisch, den wir eben haben. Dankeschön. Dankeschön. Ein Hallo. Stückchen trinken. Kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Und nichts mit klebrigen Fingern anfassen. Ich lerne das nochmal, ne? So, bei dem waren wir. Den können wir mal eben freischalten. Ich glaube, jetzt kommen nicht wieder Trolle hier angeeiert. Danke. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Rebellion. Ja. Rebellion. Komm her. Das war der Falsche. Danke. Sechs von 15. Karte. Mäuse von Dragonheart. Dragonheart hat dir auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Da waren wir schon, oder? Schnabelbrot, Geschäfte. Tierwesen mehr darf. Brauchen wir nicht. Madame Stellen brauchen wir auch nicht. Also ich kriege ja keine Aufträge oder so. Ich gucke mal, was der Punkt so erzählt. Die kann man nur zuhören. Romlet Gaunt hätte ihre eigene Mutter ausgepeitscht. Da waren wir. Verlassenes altes Gebäude. Ich glaube, wir laufen mal hier hin. Zielsafttrank sollte man von den Jüngeren heutzutage fernhalten. Was war das gerade? Was ist das für ein komisches? Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ich hab keine Ahnung. Danke. Gibt's hier vielleicht hier noch irgendwas? Oh, da sind noch Truhen drin. Ah ja, ist schon gut. Ja, immer diese Erschreckung da. Revelio. Ja, aber hier komme ich nicht rein. Noch nicht.